Guten Nachmittag. Ich versuche frei einige Fäden nochmals zusammen zu binden. Nach den Erschütterungen und diesen Positionsbezügen am Morgen, die uns ja immer erinnern, wo wir sind, möchte ich gerne etwas eine Gegenthese wagen, dass eben viele von euch betont, wie wichtig, wenn wir über das Konstruieren sprechen, eben das Wissen über die Technik ist. Und die Frage der gesellschaftlichen Fragestellung an uns, nicht nur die an die Bilder, die wir haben, dass wir trotzdem Architektur machen, glaube ich ja, ist unwidersprochen. In einem letzten Gespräch mit Marcel Meili und Martin Steinmann vor dreiviertel Jahren haben wir nochmal die Frage, Martin Steinmann hat uns die Frage gestellt, wie gelingt es euch, dass eure Strukturen immer eine solche Gestaltsfähigkeit, so eine Art Gestik aufweisen? Wie kommt das? Ist das irgendwie so ein Habitus oder ist das, und das ist kein Habitus, und Martin Steinmann hat dann nach dem Berondächen gefragt und ich habe dann geantwortet mit dem Veltlin. Ein Haus, das natürlich wieder geprägt ist von einer Silhouette und daran eigentlich die Frage Konstruktion und Gestalt. Ihr habt immer wieder die Gestalt erwähnt, also das andere Pol, die Konstruktion, wenn sie eben nicht erhoben wird, zur Gestalt. Und was meinen wir eigentlich damit und warum ist das so schwierig? Warum sind die Irrwege so schwierig? Ich denke einfach rasch zurück an den einer der deutschen Stammväter Gestaltstheorie, Max Wertheimer, 23, der Aufsatz über Gestaltsqualität, wo er immer wieder sagt, gelingt, wie entsteht das Ganze? Das Ganzheitsbegriff als Schlüsselbegriff der Gestaltstheorie und sein Zweifel, dass das Ganze immer wieder auseinanderfällt. Das ist ein leichter Zweifel, hat natürlich das alles genau aus dem Verteidigung. Es gibt eine Stelle, wo immer wieder die Beunruhigung hat. Die Beunruhigung, dass nicht gelingt, in diesem Prozess den Zusammenhang der Gestaltsfähigkeit zu erinnern. Und das möchte ich voranstellen. Es ist verdammt schwierig. Und wir müssen uns technisch schulen, dass wir es können. Und das finde ich unser Beruf. Das finde ich so super, dass wir, wie geht das jetzt? Und ich habe diese obere Skizze, wir arbeiten wenig mit Skizzen, oder ich arbeite wenig mit Skizzen, aber es gibt solche. Das ist die Wettbewerbsskizze, diese Silhouette zu machen als Figur. Das hat natürlich zu tun mit dieser Aufgabe. Diese Aufgabe ist schockierend gewesen. Endlich kann ich mal was bauen in der Nähe der Berge. Und das ist der Schweiz ein Privileg, das können wir eben nicht so viel, weil wir auch in den Städten bauen. Und es steht aber in einer wirklich harten Umgebung. Und nur die Silhouette, nur die Weitsicht ist eigentlich geprägt von den Gipfeln. Ihr seht natürlich, das ist jetzt Urschweiz, das ist jetzt Schwyz. Also das ist jetzt so quasi tiefer, könnt ihr nicht reingehen, einer der Gründerorte und die Mieten hinten dran. Und die vorderen Mieten und die hinteren Mieten und diese japanische Silhouette, das war für diese globale Schokoladenkonzern das erste Auslandvertriebsort. Und man sieht diese Silhouette von der Autobahn A2, wenn man Zürich-Mailand fährt. Das war natürlich der heimliche Mittrick, weil ich gesagt habe, die Silhouette als alte Hierarchiesprache neben dem Dom der alten kleinen Kirche und dem großen Dom ist jetzt halt die Silhouette eurer Firmensitzteil. Weil es ist so eine rüde Umgebung, die quasi, man muss den Zusammenhang, man kann ihn fast nicht suchen, weil es ihn nicht gibt, außer eben die Silhouette mit den Bergen.
Aber zurück zur Frage der Gestalt und der Struktur war natürlich im Vornherein klar, der Zusammenhang ist fragil und komplex. Und jeder Entwurfsprozess, dem es nicht gelingt, ich brauche jetzt diesen deutschen Begriff Komplexitätsreduktion, Luhmann, und eigentlich wieder eine Gestaltsfähigkeit muss reduzieren, und das war die Silhouette. Und jetzt kommt natürlich der fragile Ganze, wie ist es insgesamt zusammengesetzt? Die äußere Linie haben wir jetzt gezeigt, und es war das schwierigste Dach, was ich überhaupt gemacht habe, 2 Bahnen Blechdach, das die Komplexität hat von Verläufen, die sehr schwierig war durch seine Krümmung. Aber das Zusammengesetzte, das Fragile der Gestaltsfähigkeit war eigentlich die Auseinandersetzung. Dem ist entgegengekommen, dass es eine Produktionskiste ist. Steht mittendrin, ist eine bestehende Kiste und Büroanlagen und eigentlich eine Art Auszeichnungsort im Dach. Also 2 Teile eines Programms, mit dem Bestand werden es 3 Teile, die zu fragil zusammenkommen. Obendran waren aber, das ist so das Herzstück der neuen Konzentration, nicht nur Firmensitz, sondern eigentlich Demonstrationsräume von Schokolade. Die Firma lebt vom Verkauf von Schokolade an Schokolatiers. Und die kommen aus der ganzen Welt. Und die werden jetzt da eingeführt in diese Welt des Schokoladenmachens und Verkaufens. Das ist da oben. Dass natürlich die Energiefrage auch eine Rolle gespielt hat, weil Schokolade über 23 Grad sieht schlecht aus. Und zugleich, dass in der Schweiz diese energetische Frage auch eine Rolle gespielt hat, dass wir Nachhaltigkeitsziele hatten. Und es war der heimliche Traum, einmal zu warten, ob es nicht gelingt, endlich mal was zu bauen, was man nur mit CNC-Maschinen machen kann. Nicht das Spielzeug, sondern der Raum und das Bauwerk. Und darum ist natürlich alles rumgegangen, was unter diesen Hauben sich abspielt. Welcher Zusammenhang jetzt entsteht, konstruktiv zwischen dieser dominanten Linie von Weite der Silhouette und diesem Bestand. Es war klar, die Komplexität aus der äußeren Linie wird nochmals gesteigert durch diese energetische Frage, und es wurde eine zusätzliche Schicht eingeführt, quasi von Energie, Kühlung, Dämmung. Und es wurde eigentlich nur der obere Teil dann in diesem Holzbau ausgeführt, aus rationalen Gründen. Unten war es ein Industriebetrieb, Bürobetrieb, und dann eigentlich drauf aufgesetzt diese Haube. Und wir haben dann eigentlich riskiert, dieser obere Teil aus Holz zu machen, auskragen 4 Meter beidseitig und aus einer Reihe von technisch gegebenen Mitteln aus Brettschichtholz zu konstruieren. Das war eigentlich klar, also für mich, wir bauen im Zwischenzeit doch mit einem Holz, das nicht Rohstoff ist, sondern Halbwertszeiten hat, das sind geleimte Träger, oder? Wir können ja immer, wenn wir jetzt diese Frage nach der Technik aufnehmen, sagen doch, wir müssen sie stellen, wir müssen sie energetisch stellen auf die Umwelt hin, aber auch auf das Konstruktive, dann werden wir hier eine Art Lernerfahrung machen, was heute die technologischen Herausforderungen sind im Holzbau. Und wir bauen als erstes natürlich mit großen Trägern. Wir haben sogar das Privileg am Holzbau, ihr seht, der Träger geht innen außen durch, das kann man mit Holz machen. Man kann eigentlich diese Art Struktur tatsächlich bis an diesem Grad zeigen. Aber durchaus, die Stirnholzebene ist abgedeckt außen. Das ist natürlich halt die ganz große Tradition im Holzbau. Aber das Wichtige war eigentlich diese stabförmigen, wir haben gesagt, das ist nicht, wie der Platz sagt, Flächen und Auflösen zu allem Holzbau, sondern das Stabförmige ist jetzt unsere Basis für diese Konstruktion. Und da der Wechsel von einer, wenn ihr jetzt hineinseht, das gehört natürlich ebenso zu, wie komplex das dieser Übergang ist von den
Nulltoleranzverbindung stellen unten mit zwei Stahlscheiben zu diesen Gewindestangen und zu einer Holzbetonverbundkonstruktion, die die ganze Aussteifung über diesen Hauptachsen von 5,44 m übernimmt. Also tatsächlich, die Techniker bauen hybrid. Sie wählen die Teile da, wo sie am leistungsfähigsten sind und kombinieren sie in einem solchen Zusammenhang. Also ich zeige jetzt auch, wie Andreas, alles was innen ist und außen und so, und das gehört ja eigentlich dazu. Das war natürlich dann die Zwischenherausforderung, dürfen wir noch eine Haube auf den alten setzen und wie überbrücken wir das? Wir haben dann da diese Balkenlage gewechselt zu Unterzügen und Sie werden im Folgenden gerade sofort sehen, wie das dann ingenieurmäßig umgesetzt ist. Es sind die roten drei Scheibenkonstruktionen, wo eigentlich diese Balkenlage aufgehängt ist und nur noch die Fassadenstütze aufnimmt. Sie sehen hier aber auch die ganze konstruktive Logik dieser drei aufgebauten, großen, 20 Meter Spannweite umfassenden Hauben, in denen diese Demonstrationsräume der Schokoladenfabrikproduktion und die Gaststätte des Veltlin-Konzerns stattfindet. Da sehen Sie eigentlich nochmals diese doch beachtliche Auskragung und Aufhängungskonstruktion und die Zugangstreppe von der Produktionsbetrieb, die auch hingehängt unten hochführt. Also im Vornherein Tagwerk haben wir auch gelernt, von Jörg Konzett ursprünglich, die überlagen sich. Es sind mehrere Tragwerke hier, es sind natürlich Fachwerke mit Strebewerken, mehrfach kombiniert in dieser Konstruktion, die eigentlich eher erinnert an komplexe alte Holzbrücken, bevor die Ingenieure mit ihren schematischen Modellen denen alten Brücken den Garaus gemacht haben. Die Auseinandersetzung auf diesen Fragen der Bauingenieurtradition im Holzbau hat uns eben da provoziert, hier dreidimensional Stabtragwerk zu planen an diesen Hauben mit dieser beachtlichen Spannweite und einer auch bautechnisch, baurechtlich gesehen Anschrägung. Es ist ein Oblichtraum, der entsteht mit einem Panoramafenster. Das war eigentlich die Herausforderung, ein Ort der Konzentration der Produktion und zugleich diese Wahnsinnssituation des Panoramas hier wahrzunehmen. Unten ist eigentlich die einfache Betonkonstruktion und wir orten jetzt eigentlich, sagen wir, im Holzbau tatsächlich eine Tendenz, dass wir sagen, klar, geleimt wurde schon lange, es wurde mit organischem Leim gemacht bei Hetzer und es wurde dann in den 30er Jahren wurden dann die festen Leime gemacht. Sie sehen hier jetzt die Herausforderung, die dann in dieses Tragwerk zu übersetzen ist. Also es sind schräge Fachwerke, es ist blau, sieht man das Sprengwerk, das eigentlich diese Pfette verkürzt, das dann eigentlich eingehängt ist, einerseits im Fachwerk und auf der anderen Seite am Zugring und dann ein horizontales Fachwerk, das die schrägen Kräfte aufnimmt in dieser Konstruktion. Dann hatten wir endlich mal so diese Knoten mit 7 Stäben, im Maximum 6 bis 7 Stäben an Ecke, wo es dann echt zur Herausforderung wird, wie planen wir die und wie konstruieren wir die, wie montieren wir die. Also dieser Holzbau, der natürlich der Höhepunkt immer in der Verbindungstechnologie hat und hatte, und das möchte ich kurz zeigen. Es gibt also eine Geschichte der Verbindungstechnologie im Holzbau, die sehr viel mit Deutschland zu tun hat. Und heutzutage bauen wir wie im Bild rechts im Normalfall, das heißt geleimte Brettschichtträger und Schlitzplatten, wie Sie da im Bruchversuch mit den Stahldübeln sehen. Das sind die inzwischen üblichen Verbindungstechnologien, die allerdings ihre Nachteile haben, dass natürlich die Loch
Leibungsfestigkeit sehr viel aufnehmen muss, aber sie sind leistungsfähig. Als Referenz habe ich immerhin da Herzog Dömeron genommen, Käserruckstation, nur dass jetzt nicht meins sei ein Kuhstall, also dass ist jetzt Herzog Dömeron da rechts, also so, auch die bauen so. Ja. Und das da drüben ist dann Felchlin und die Geschichte dieser Art Verbindungstechnologie ist, weist auch eine technologische Tendenz auf. Das heißt, es gibt einen Prozess weg natürlich von der Zimmermannsverbindung, die nur auf Druck ist. Und das Entscheidende ist eigentlich der Durchbruch in den Anfangs 30er Jahren in Deutschland. Es sind die Materialforschungsanstalten Karlsruhe, Stuttgart gewesen, es ist Stoy, der das erste Mal eine Normierung für Nagelverbindungen herausgegeben hat. Also das, was in der Literatur als Eschner-Holzbau eingegangen ist, war die erste normierte Struktur von großen Tragwerken mit mechanischen Metallen und Verbindungsmitteln und unter anderem eine Dreigelenkshalle, Christoph von Umack und ein Paul Schmidthenner. Das ist auch kein Zufall, die haben natürlich früh und immer mit Holz gebaut und die haben hier da eigentlich azentrisch außenliegende Metall-Flachblechverbindung gemacht, sie haben Bolzenverbindung gemacht, sie haben Dübelverbindung gemacht, sie haben solche Bulldoggen entwickelt. Also die erste Eschner-mäßige Durchdringung der Holzbauverbindung in Deutschland der 30er Jahre. Es ist, glaube ich, so 1949 fängt es an, hat dann einen Höhepunkt in der Autarkiepolitik des Dritten Reichs und ist bis in die 70er Jahre eigentlich unübertroffen gewesen. Dann kommen solche Verbindungen, die wir dann erlebt haben, dass ein Studentenprojekt, wir haben neue Ateliers, Architekturateliers für die ETH entwickelt, Mike Guyer und ich, wir wollten beweisen, dass es geht, weil unsere Baracken werden abgerissen, wir werden vertrieben, ausgesiedelt, diese ETH-Immobilie, das ist schlimmer als irgendwie Moskau. Und das ist eigentlich, wir haben so eine Gegenthese gemacht, dass wir das in Holzbau wieder machen können und haben als einer der schönsten Projekte eine Dachgaube entwickelt, die nur auf dem Andreaskreuz aufliegt und ausgesteift wird. Hartholzverbindung, das erste Mal Hartholz mit Gewindestangen, das die letzten 10 Jahre technische Entwicklung, die Platten werden langsam abgelöst oder übertroffen von diesen eingeleimten Gewindestangen und was eigentlich das Interessante ist, eben auch wieder ein Produkt zurück auf die 30er Jahre, Hartholzverbindungen. Also die Überlegung, gelingt es technisch, die ganzen Kräfte, nicht die Querschnitte zu dimensionieren, sondern einen Knoten 100% der Kräfte übertragen zu können, die wirken. Das war eigentlich die technologische Entwicklung, die jetzt hinter dem steht. Zehn und ich, wir haben das noch gesehen, da, wir haben es nur nicht gemerkt. Der Ernst Gehry hat in der Zeit der Holzfachschule das entwickelt. Und wir haben jetzt im Moment eine technologische Entwicklung auf dem Laubholzbau, die nicht normiert ist. Es gibt keine Normen im Laubholzbau, aber die sind in ihren Fähigkeiten, Zugkräfte und Querkräfte und Schubkräfte aufzunehmen, fast doppelt so widerstandsfähig wie das Nadelholz. Die ganze Holzindustrie auf das Nadelholz ausgelegt und wir sind jetzt erst am Forschen an diesen Buchen- und vor allem Eschen- und Buchenholz-Verbindungsknoten, die Hochleistungstechnologie verbinden mit den Gewindestangen. Das war so der Stand, ich habe das mal gefragt und interessanterweise, der Stand ist nicht mal unbedingt an der ETH Zürich, sondern sie sind in den Unternehmungen. Es ist auch im Moment eine rasante Entwicklung in Hartholz-Kombinationen, die abläuft. Ich zeige nochmals ein Bild, ein Lieblingsbild von mir, ich brauche es immer in meiner Vorlesung, Casa Capriata, das war der Versuch von Gallo Molino, das A-Frame-Haus, das amerikanische A-Frame-Haus, das Produkt der Pioniere und der Romantik quasi, Natur und Haus kommen zusammen, in die Berge einzuführen, in die Berge von Cervinia. Er ist dreimal gescheitert, das war der letzte Versuch, 1954 für die Biennale. Da hat er versucht, das durchzukonstruieren.
Und wir sehen, eine der super interessanten Überlegungen, der hochkonzentrierte Knoten. Das Haus ist auf drei Punkten aufgelagert. Hängt die vier Capriata, das sind die Dreiecke, die sind stabförmig verbunden. Es ist ein komplexes Tragwerk, wir haben es analysiert mit Andreas Franschi, mit einem Holzbauwäscher bei uns, und hat natürlich in diesem einem vorderen Moment, wo das Haus so wie auf Zehenspitzen steht und auskragt, das Sprengwerk, eine unendliche Kraftkonzentration. Und das war natürlich das Versprechen des Ingenieurästhetik, quasi Kraftkonzentration auch im Holzbau einführen zu können. In der Durcharbeitung sieht man an den Knoten, ist ganz unten in dieser Zeichnung, mehrere Bretter, alte Verzahnungen, Verzapfungen, Überlagen mit Dübelverbindungen, um überhaupt einen Versuch zu machen. Sie haben es auch ohne Wind- und Schneelasten dann nicht erreicht, technisch das zu realisieren. Also diese technologische Frage, quasi jetzt einer Ästhetik, die schwebt. Man kann sich natürlich auch gut vorstellen, wenn es da mal richtig windet, dann droht natürlich die Horizontalkräfte an diesem Haus doch eher erhebliche Gewalt anzutun. Aber das war so diese Interesse, gelingt es in diesem neuen Holzbau, diese Verbindungen auch zu machen, haben sie auch eine räumliche Aussagekraft. Das sind anachronistische Handzeichen, wurden uns das vorgeworfen nachher, weil wir müssen Leuten erklären, wie das eigentlich funktioniert. Also das ist der Hartholzknoten, der im Tannenholz, Fichtenholz drinsteckt und kombiniert ist mit diesen Gewindestangen. Also ihr seht jetzt einen Knoten, der diagonale Kräfte in horizontale, in beide Richtungen übersetzen muss, in vertikale ableiten muss, also Zugkräfte, große Zugkräfte übernehmen muss und sie zurückverankern muss in den horizontalen Ring, ist hier in einer Kombination zwischen Knoten und Gewindestangen ausgeführt. Alles CNC gesteuert, also alles problemlos, nur eine Steckverbindung am Schluss noch, zum Teil schon montiert unten und aus einem Stück hochgebaut. Also wir wissen, dass natürlich die Technologie wahnsinnig weit ist im Holzbau, und das war eigentlich das Faszinierende. Zu begreifen, hier gibt es ein ganz neues Arsenal. Ich sage dem wirklich Arsenal an Verbindungstechnologien, die überall wieder anders eingesetzt werden, also die Gewindestangen, die Hartholzknoten, die aber durchaus auch Verbindungen, die jetzt eben so aussehen, das sind die Zeichnungen, die Werkstattpläne des Holzbauers, unsere dilettantischen Versuche am Modell, diese Kraftkonzentrationen in diesem Faltwerk, also Fachwerk, Faltwerk, Dach, eigentlich auf vier Ecken zu konzentrieren, dann liegen doch immerhin die 12 Meter und die 20 Meter zusammenlaufen in einen Eckner, dass dieses Panorama eigentlich erhalten bleibt. Eine Ästhetik, die eben primär auf diesen Raum zielt und die Befreiung dieser Raumschicht gegenüber einer technischen Schicht und einer Dachschicht versucht, ins Räumliche hineinzunehmen. Also diese alte Holz-Dachstuhl-Thematik, die oben bei diesen Verbindungsknoten des Sprengwerkes vergossen ist mit einem Kunststoffzementmörtel und dann eigentlich montiert worden ist, aber eigentlich räumlich gesehen im Innen diesen Raum bildet. Ein Raum, der sowohl technoid ist, so höchste Technologie, das ist nur Chromstahl bis auf diese 1,50 Meter, und dieser Dachstuhl hat mit diesem Nordlicht und dann dieses Panoramafenster, wo das Fachwerk überspannt. Also diese Raumbildung, die sowohl Konzentration wie Panorama als Ausdruck verbindet, hier im repräsentativen Teil und dann im technischen Teil und auch im repräsentativen Teil. Wir müssen eigentlich feststellen, wohin sind wir da geraten, weil der ganze Ausdruck natürlich nur noch plastisch und räumlich ist, und Sie sehen bei all diesen Verbindungen eigentlich nichts. Die Verbindungen treten zurück,
Und wir könnten mit Heidegger fragen, hat die Technik nichts mehr zu entbergen? Aber vielleicht bringt sie den Raum und die Plastik hervor und das reicht ja für die Architektur. Danke.